lasse zweitens abstimmen über den Antrag der FDP-Fraktion, Drucksache 19753. Die antragstellende FDP-Fraktion hat direkte Abstimmung beantragt. Zu der kommen wir über den Inhalt des Antrags. Ich darf fragen, wer dem FDP-Antrag seine Zustimmung geben möchte. Den darf ich um das Handzeichen bitten. Das sind die Fraktionen von FDP, CDU und Piraten. Danke sehr. Wer stimmt gegen diesen Antrag? Das sind die Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen. Danke sehr. Gibt es Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag Drucksache 19753 mit dem festgestellten Ergebnis abgelehnt. Ich schließe die Aussprache und Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 5 und rufe auf Tagesordnungspunkt 6. Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 5500, Einführung von Kumulieren und Panaschieren im Kommunalwahlrecht. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Kollegen Sommer das Wort. Bitte sehr. Und ich darf doch sehr herzlich bitten, meine Damen und Herren, wer jetzt glaubt, den Saal unbedingt verlassen zu müssen, möge das doch bitte absolut geräuscharm tun, damit wir in der Debatte fortfahren. Herr Kollege Sommer, Sie haben das Wort. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, schade, dass Sie gehen. Wir kommen zu einem sehr spannenden Thema. Ein bisschen Fortentwicklung unserer Demokratie im Kommunalen. Wird uns allen ganz gut tun, dabei zu bleiben. Aber das Essen ruft. Ich kenne das. Ja, das Essen. Die Kollegen sind, denke ich, auf dem Weg zum Essen. Hoffe ich doch, wenigstens. Hoffentlich nicht. Also haben die noch was ganz anderes zu tun, als hier der Plenarrunde zu folgen. Das ist sehr schade. Gut, kommen wir dazu zum Thema zurück. Im traditionellen kommunalen Wahlrecht hat der Wähler eine Stimme, um eine Liste zu wählen, und eine Stimme, um seinen Bürgermeister oder Oberbürgermeister zu wählen. Die Partei, die diese Leute aufstellt, hat dabei das Recht, die Rangfolge zu bestimmen. Das ist der aktuelle Stand. Der Modus kann auch für diejenigen, die sich nicht weiter mit Wahlrecht beschäftigen wollen, gerne so bleiben. Wir möchten aber zusätzlich noch ermöglichen, dass der Wähler, also unser Souverän, mehr Einfluss auf die ganze Sache hat. Dazu möchten wir als zusätzliche Option kumulieren und panaschieren einführen. Also, dass ein einzelner Wähler mehrere Stimmen hat, die er auf die Kandidaten verteilen kann, und dass er diese mehreren Stimmen, die er hat, auch auf einzelne Kandidaten zusammen kumulieren kann. Das wäre heutzutage Stand der kommunalen Demokratie, wie sie in anderen Bundesländern üblich ist. NRW, das Saarland und Bayern hinken hier gnadenlos hinterher. Alle anderen Bundesländer haben das mehr oder weniger, und sie praktizieren das sehr erfolgreich. Deshalb verstehe ich nicht, warum wir in NRW da noch nicht so weit sind. Weil durch dieses Kumulieren und Panaschieren erhöhen sich die Einflussmöglichkeiten des Wählers. Das Wahlergebnis spiegelt den Willen des Wählers, unseres Souveräns, sehr viel genauer wider. Das ist eine Sache, die eigentlich für uns alle total sinnvoll sein müsste. Aber anhand der geringen Interessentenzahlen hier im Plenum sehe ich ja schon, dass das ja nicht bei allen Kollegen so ist. Was ich, wie gesagt und wiederholt, sehr schade finde. Ja, ist wirklich sehr schade. Aber ich habe ja gerade gehört, die Kollegen sind noch nicht mal zum Essen. Die machen irgendwas anderes Lustiges. Doch, ich habe das gerade gesagt. Sie haben gesagt, nee, sind sie nicht. Doch, habe ich. Sie hören mir nicht zu, oder? Finde ich ganz nett. Ich kann Ihnen noch mal erklären. Kumulieren, panaschieren, haben Sie verstanden bis dahin, ja? Hört sich schwierig an, ist es gar nicht. Zwischenrufe helfen bei dem Thema übrigens auch an der Stelle so nicht. Aber Sie sind ja nicht daran interessiert, den Wählerwillen genauer und präziser abzufragen. Wir schon. Wir möchten schon ganz gerne von unserem Souverän wissen, möchten Sie den einen Kandidaten weiter oben auf der Liste haben oder den anderen. Wir möchten das nicht mehr nur grundsätzlich den Parteien überlassen. Und gerade, dass ich da von der Dortmunder SPD so viel Widerspruch höre, kann ich verstehen, da findet ja nun mal viel nicht öffentlich statt. Ja, das ist auch sehr schade, finde ich auch. Der Dortmunder SPD habe ich zugestimmt, interessant, glaube ich nicht. Also dem Modell kann ich kaum zustimmen. Ja. Dann vielleicht einfach mal eine Zwischenfrage stellen, dann kommt es auch genau an. Nicht einfach nur reinbrüllen. Vielen Dank. Gut. Die einzige kleine
Einschränkung, die Kumulieren und Panaschieren mit sich bringt, ist, dass die Auszählung etwa 1 bis 2 Tage länger dauert. Aber das erkauft man halt damit. Damit hat man dann hinterher ein viel genaueres Abbild des Wählerwillens. Da kann ich, denke ich, auch 1, 2 Tage länger darauf warten, wenn hinterher die Mandatsträger wirklich bei uns im Land normalerweise 5 Jahre im Amt verbleiben. Jetzt bei der nächsten Wahl ja sogar 6 Jahre. Aber wir denken, dass wir jetzt für die nächsten Kommunalwahlen das Ganze noch nicht einführen können. Das wäre zu früh. Wir möchten das jetzt anstoßen, um das für die Wahl danach, für die Kommunalwahlen anzubringen. Und ich denke, dass wir unseren Wählern da auf keinen Fall zu viel zumuten. In fast allen anderen Bundesländern ist das schon gang und gäbe. Wir sollten das einfach tun. Und ich bedanke mich da auch für Ihre Zustimmung, nicht nur für Ihre Zwischenrufe. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Kollege Sommer. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Kämmerling das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzter Herr Kollege Sommer, vielen Dank für den sympathischen und gewinnenden Vortrag. Das ist eine bemerkenswerte Vorgehensweise, wenn man Menschen für ein Anliegen mit einem Antrag gewinnen möchte. Herzlichen Dank hierfür. Sicherlich sind wir alle der Meinung, auch wenn die hier vertretenen Fraktionen unterschiedliche Wahlsystematiken präferieren, dass auch das bisherige Wahlrecht geeignet ist, den Wählerwillen abzubilden. Ich respektiere, dass die Fraktion der Piraten der Meinung ist, dass ein aus ihrer Sicht besseres System anzuwenden sei, als wir es derzeit praktizieren. Aktuell wird die Hälfte eines Kommunalparlamentes per Mehrheitswahl und die andere Hälfte nach Listen bestimmt. Die Entscheidung für einen Wahlkreisbewerber ist derzeit auch die Entscheidung für eine Reserveliste. Diese Reserveliste ist in einem demokratischen Verfahren zuvor durch die Parteien und Wählergruppen aufzustellen. Die Parteien und Wählergruppen können also dem Anspruch einer ausgewogenen Liste Rechnung tragen. In meiner Partei ist ein Anspruch an eine ausgewogene Liste beispielsweise der, dass Frauen und Männer hier gleichermaßen vertreten sein sollen. Dass diese Berücksichtigung beider Geschlechter richtig ist, ist eine Meinung, der sich selbstverständlich nicht zwangsläufig jeder anschließen muss. Ich bin der Meinung, diese Berücksichtigung ist richtig. Und in meinem Beispiel, die SPD ist aus ihrem Selbstverständnis heraus, dass Frauen und Männer gleichermaßen an politischer Willensbildung mitwirken sollten, der Meinung, dass sich dies auch in Kommunalparlamenten abbilden sollte. Und das ist auch bekannt. Der Wähler weiß, welche Art der Liste, die er bekommt, wenn er die SPD in ein Kommunalparlament wählt. Für die anderen demokratischen Parteien gilt dies entsprechend. Ich sage Ihnen ganz offen, ich möchte weiterhin ausgewogene Reservelisten und ich möchte weiterhin, dass Parteien sie definieren dürfen. Parteien sind selbstverständlich und das schon aus Eigeninteresse gehalten, das Verfahren und die Kriterien ihrer Listenaufstellung transparent zu machen und ihre Beweggründe offensiv zu kommunizieren. Klar ist, dass den Parteien mit der Aufgabe der Listenzusammensetzung eine herausragende Rolle zukommt. Dass den Parteien nach Artikel 21 Grundgesetz eine herausragende Rolle bei der Verwirklichung parlamentarischer Demokratie zugedacht ist, beschreiben die Antragsteller in ihrem Antrag im Übrigen auch selber. Ich habe ausgeführt, warum ich das bisherige System präferiere. Um dieses bewährte System zu verlassen, bedarf es sehr guter Argumente und es bedarf Vorteilen für unsere Demokratie. Und exakt diese sind aus meiner Sicht nicht gegeben. Ich will das begründen. Sie führen aus, dass Sie die Demokratie stärken wollen und unterstellen, Bürgerinnen und Bürger würden kumulieren und panaschieren wollen. Und weil Sie dies wollten, würden Sie es tun, wenn Sie es denn könnten. Ob die Bürgerinnen und Bürger denn kumulieren und panaschieren wollen, ist nach meiner Kenntnis empirisch bislang nicht erfasst. Ob Sie aber kumulieren und panaschieren, wenn der Wahlzettel dies hergibt, ist sehr wohl erfasst. Die Erfahrungen anderer Bundesländer zeigen, dass vom Recht der sozusagen mehrfachen bzw. differenzierten Stimmabgabe von einem erheblichen Teil der Wählerinnen und Wähler kein Gebrauch gemacht wird. Wenn Gebrauch davon gemacht wird, dann in der Regel in sehr kleinen Kommunen, bei denen alle Bewerberinnen und Bewerber vor Ort in der gesamten Bevölkerung bekannt sind. Betrachten wir den Variantenreichtum bei den Größenordnungen
von Kommunen in unserem Land, so dürfte eine solche Bekanntheitsdichte in Nordrhein-Westfalen wohl kaum die Regel sein. Ein überwiegender Teil der Mitglieder der kommunalen Familie dürfte hierfür schlicht zu bevölkerungsreich sein. Und die 28 nordrhein-westfälischen Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern und mit bis zu 90 Vertretern, die für die Kommunalparlamente zu wählen sind, will ich hier nicht einmal als alleinigen Grund dafür anführen, dass ich nicht glaube, dass große Teile der Wählerinnen und Wähler bis zu 90 Bewerberinnen und Bewerber überhaupt kennen können. Die gegenteilige Annahme widerspricht schlicht der Lebenswirklichkeit. Auch ein ganz praktischer Grund lässt mich Ihrem Anliegen sehr skeptisch gegenübertreten. Wahlzettel, die die Ausmaße von über einem Meter Länge annehmen, sind aus meiner Sicht nicht geeignet, Bürgerinnen und Bürgern das Wählengehen schmackhafter zu machen. Führte zu Beginn aus, dass nur gewichtige Vorteile für die Demokratie ein Grund sein sollten, das in der Bevölkerung akzeptierte und bekannte Wahlsystem bei Kommunalwahlen zu verändern. Ihr Antrag führt nicht überzeugend aus, dass dies bei einer Umsetzung der Fall wäre. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen in den zuständigen Ausschüssen und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich konnte Ihnen nicht mehr die Frage stellen, ob Sie die Zwischenfrage des Kollegen Sommer noch zulassen würden. Wollen wir das noch mal abfragen, Herr Kollege Sommer? Möchten Sie die Frage noch stellen? Und Sie sind freundlicherweise bereit, sie zu beantworten. So. Herr Kollege Sommer, bitte. Ja. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, lieber Kollege, dass Sie die Frage noch zulassen. Sie sagten gerade, dass Wahlzettel von über einem Meter Länge die Akzeptanz der Bevölkerung nicht unbedingt dazu oder die Bevölkerung nicht unbedingt dazu bringen würde, mehr wählen zu gehen. Dazu meine Nachfrage: Ist Ihnen bekannt, wie hoch die Wahlbeteiligung der normal bis jetzt stattgefundenen Wahl bei den Kommunalwahlen in Dortmund zum Beispiel war? Das waren knapp 33%. Ich glaube, wenn wir weiter auf dem Weg gehen und nichts verändern. Stellen Sie bitte Ihre Frage. Ja, mache ich. Danke. Jetzt. Wenn wir weiter auf dem Weg gehen und da nichts verändern, sind Sie mit mir einer Meinung, dass wir, wenn wir nichts verändern, da wirklich bessere Chancen haben, die Leute zur Wahl zu bekommen? Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Würden Sie mich hier überzeugen können? Würden Sie argumentieren können, dass bei der Umsetzung Ihres Vorschlags automatisch die Wahlbeteiligung hochgeht, dann würde ich Ihnen folgen. Fakt ist aber, dass das Land Bremen bei der letzten Landtagswahl 2011 das von Ihnen vorgeschlagene System eingeführt hat und in der Folge ging dort im Vergleich zu der davor stattgefundenen Wahl die Wahlbeteiligung sogar noch einmal deutlich herunter. Das ist das Erste, was ich Ihnen entgegen möchte. Das Zweite ist, die Wählerinnen und Wähler machen dort, wo sie die Möglichkeit haben, maximal zu 50% in der Wahlkabine vom Kumulieren und Panaschieren Gebrauch. Und deswegen letztlich nochmal diese beiden Fakten, die, glaube ich, auch von Ihnen nicht bestritten wären, führen dazu, dass ich nicht der Meinung bin, dass Ihr Vorschlag uns weiterbringt. Vielen Dank. Soweit nachgereichte Frage und Beantwortung. Herzlichen Dank an beide Kollegen. Wir fahren fort und das heißt, ich erteile für die CDU-Fraktion Herrn Kollegen Nettelstroth das Wort. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nunmehr sollen wir uns wieder mit der Änderung des Kommunalwahlrechts in Nordrhein-Westfalen befassen, mit dem Ziel, das Kumulieren und Panaschieren in das Kommunalwahlrecht einzuführen. Zunächst einmal ist hier festzuhalten, dass mit der Veränderung des Wahlrechts die eine bislang maßgebliche Wahlstimme nachhaltig differenziert würde. In meiner Heimatstadt Bielefeld hätte sodann ein Wähler 66 Stimmen, genau so viele, wie der Gemeinderat Sitze hat. Diese Stimmen können sodann auf alle antretenden Parteien und Wählervereinigungen verteilt werden. Damit würde ein hochkomplexes Wahlsystem entstehen, das höchste Anforderungen an die Wahldurchführung stellt, mit vermehrten Organisations- und Verwaltungsaufwand. Erschwerend käme hinzu, dass jedem Kandidaten bis zu 3 Stimmen gegeben werden können.
Bei Ausschöpfung des Stimmpotenzials, am Beispiel meiner Heimatstadt Bielefeld, könnte ich also maximal 66 Bewerbern, bei voller Ausschöpfung des Stimmpotenzials von 3 Stimmen maximal 22 Bewerbern meine Stimme geben. Damit würde die Stimmdifferenzierung erheblich erweitert. Erschwerend käme hinzu, dass kleine Parteien oder Gruppen noch nicht einmal so viele Listenbewerber hätten. Im Endeffekt würde hier ein äußerst kompliziertes Wahlverfahren entstehen mit riesig langen Stimmzetteln zwecks Aufnahme sämtlicher Listenkandidaten, die sich um ein Amt bewerben. In Bielefeld treten bei dieser Wahl allein 329 Direktkandidaten an, die noch um weitere Kandidaten ohne Direktmandat ergänzt werden müssen. So können schnell bis zu 400 Kandidaten auf einen Stimmzettel aufgeführt werden. Der Gedanke des Piratenantrags liegt im Wesentlichen darin, die von den Parteien und Gruppen selbst aufgestellten Listen in ihrer Listenplatzreihenfolge verändern zu lassen. Das setzt zum einen voraus, dass man erhebliche Zweifel an der richtigen Listenaufstellung durch die Parteien hegt, die gemäß Artikel 21 Grundgesetz nun gerade an der politischen Willensbildung mitwirken wollen. Gerade in den Parteien besteht jedoch die persönliche Nähe zu den Kandidaten, um dessen Bedeutung für eine Wahl einschätzen und gewichten zu können. Der Wahlbürger in den Großstädten wird jedoch diese Nähe zu sämtlichen Bewerbern einer Wahlliste eben nicht haben, sodass es den einzelnen Wähler schwerfallen dürfte, die Listenplätze insgesamt neu zu gewichten und zuzuordnen. Zum anderen würde ein solch hochkomplexes System viele Bürger auch irritieren, mit der Folge, dass sie ihre Wahlmöglichkeiten nicht voll ausschöpfen oder wegen falscher Stimmenzuordnung den Wahlzettel gar ungültig machen. Empirische Untersuchungen bestätigen dies, indem festgestellt wurde, dass im Wahlsystem mit Kumulieren und Panaschieren die Quote der ungültigen Stimmzettel teilweise doppelt so hoch ist wie bei dem derzeitigen NRW-Wahlsystem. Außerdem könnte die Komplexität des Wahlsystems viele Bürger davon abhalten, überhaupt ihren Stimmzettel abzugeben, was die Quote der Wahlbeteiligung weiter negativ beeinflussen würde. In diesem Zusammenhang hilft es auch wenig, dass die Piraten auch die Stimmabgabe für eine Partei alternativ erhalten wollen, da der Stimmzettel grundsätzlich für das hochkomplexe Wahlsystem ausgelegt sein muss. Wenn dann auch noch einzelne Kandidaten auf der angekreuzten Liste durchgestrichen werden können, so wird diese Differenzierung noch unübersichtlicher. Im Ergebnis sehen wir daher eine Änderung des Wahlrechts im Sinne des Piratenantrages äußerst kritisch, freuen uns jedoch dennoch auf eine intensive Diskussion im Fachausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Nettelstroth. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht der Kollege Krüger. Tja. Meine Damen, meine Herren, Herr Präsident, Herr Nettelstroth, ich habe Ihnen ja aufmerksam zugehört. Sie haben mir ein Bild an die Wand gemalt für Bielefeld alleine mit, ich glaube, 400 Wahlmöglichkeiten. Und die Worte von Herrn Kemmerling aufgreifen zu können, das kriegen wir wahrscheinlich nur in einem Wahlzettel unter, der einen Meter lang ist. Und insofern ist das kein Verfahren, was sich bewährt hat, beziehungsweise was Wählerinnen in diesem Zusammenhang überfordert. Fakt ist, wir haben solche Formen der direkten Demokratie, Kumulieren und Panaschieren, mittlerweile in 13 Bundesländern. Und ich nehme nicht wahr, dass die Wählerinnen in diesem Zusammenhang überfordert sind. Und wenn ich sehe, welche Anforderungen an Wählerinnen, Steuerbürger beispielsweise im Rahmen der Einkommensteuer oder Lohnsteuererklärung erzählt, gefordert werden, die übrigens auch einmal jährlich vorzulegen ist und wo sie auch nicht die Möglichkeit zu haben, ich beteilige mich nicht an dieser Erklärung, dann glaube ich schon, sage ich mal, dass in diesem Zusammenhang durchaus die Kenntnis vorhanden ist, wie man mit solchen Instrumenten umgeht. Und auch die Furcht vor einer geringeren Wahlbeteiligung. Schauen Sie sich mal an, wie wir die Wahlbeteiligung in Nordrhein-Westfalen haben und vergleichen Sie die mal mit anderen Bundesländern. Und da können Sie feststellen, dass wir uns, weiß Gott, nicht in diesem Zusammenhang entsprechend auszeichnen, sondern dass es da einen entsprechenden Handlungsbedarf gibt. Insofern ist, und das mal in Richtung Thorsten Sommer gesprochen, das war ein guter Antrag, der hier gestellt worden ist, aber so ist das nun mal mit Anträgen, der muss natürlich auch entsprechende Mehrheiten finden. Und insofern hätte ich mir gewünscht, nicht nur auf die großen Fraktionen einzuhauen mit der Maßgabe, wo seid ihr eigentlich, sondern sie versuchen auch ein Stück weit zu gewinnen. Warum ein guter Antrag?
Ich könnte es mir einfach machen und sagen, es wird letztendlich ein grünes Anliegen aufgegriffen. Und ich freue mich auch, dass Sie fleißig in unserem Landtagswahlprogramm gelesen haben, respektive auch gelesen haben, was wir in der vorvorhergehenden Legislaturperiode dazu gemacht haben, sprich einen entsprechenden Gesetzesentwurf eingebracht zu haben. Nur Sie werden auch wissen, wir haben das zum Gegenstand der Verhandlungen im Rahmen der des Koalitionsvertrages für die Periode 2010, 2012 und dann 2012, 2017 gemacht. Und Sie wissen auch, dass wir das nicht umsetzen haben können. Das ist ein dickes Brett, was gebohrt werden muss. Und wir stehen natürlich zu der Überzeugung, dass wir uns für mehr Formen der Bürgerinnenbeteiligung einsetzen wollen, respektive hier auch entsprechende Instrumente umsetzen wollen. Und wir haben das getan. Ich nenne hier nur die Wiedereinführung der Stichwahl, mittlerweile abgearbeitet. Die Einführung der Abwahl von Hauptverwaltungsbeamten, mittlerweile eingeführt und auch schon praktiziert. Erleichterungen bei Bürgerinnenentscheiden und Bürgerbegehren, miteinander vereinbart, so auch entsprechend umgesetzt. Und natürlich auch die Wiedereinführung der verbundenen Wahl zum Thema Rat, Kreistag bzw. der Hauptverwaltungsbeamten, was wir erstmalig 2020 machen. Insofern, wir bohren weiterhin an diesen Brettern. Wir haben, lieber Herr Fraktionsvorsitzender, 2017 die Möglichkeit, dann wird er möglicherweise nicht mehr dabei sein, man weiß das nicht genau, das nochmal in Angriff zu nehmen. Und ich hoffe, ich habe damit auch im Sinne unseres Herrn Priggen gesprochen. Und das Thema der Intervention ist entbehrlich. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Krüger. Auch den Hinweis auf weitergehende Spekulationen ist etwas ungewöhnlich, aber es ist durchaus möglich. Für die FDP-Fraktion hat der Kollege Abruzzat nur das Wort, der sich auch sicherlich mit diesem Thema widmet jetzt. Nur diesem Thema, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Antrag der Fraktion der Piraten trifft im Kern auf Zustimmung der FDP-Fraktion hier in diesem Hause. Wir haben selbst bereits 2011 eine entsprechende Initiative ergriffen. Auch die ist seinerzeit ohne Mehrheit geblieben. Und so wird das mutmaßlich mit Ihrem Antrag auch sein. Warum ist das so? Das ist ganz einfach deshalb so, weil SPD und CDU ihre Rolle als Platzhirsche in der Kommunalpolitik in Gefahr sehen, weil sie kein Interesse daran haben, dass engagierte Bewerber aus kleineren Parteien in einem individualisierten Wahlverfahren Vorteile bekommen. Deswegen wollen sie dieses Wahlsystem so nicht. Kumulieren und panaschieren ist fair. Es ist fairer als das jetzige antiquierte System. Das antiquierte System starrer Listen bietet eben nicht die Möglichkeit von mehr Demokratie zugunsten der Bürgerinnen und Bürger. Denn gerade im kommunalen Bereich sollen ja die Kandidaten in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Wer vor Ort durch seine Persönlichkeit überzeugt, soll sich auch profilieren können. Das ist übrigens auch eine Form der Leistungsgerechtigkeit. Sie wollen aber lieber die starren Listen, die Sie auf Ihren Parteitagen wählen, sozusagen en bloc den Bürgerinnen und Bürgern vorsetzen. Das ist eben ein anderer Denkansatz an der Stelle. Aus Ihrer Sicht mag das nachvollziehbar und vertretbar sein, weil es um Ihre Interessen geht, aber dann sollten Sie es auch so sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nun, ich will noch einen weiteren Aspekt nennen, der durchaus noch zu berücksichtigen ist und vielleicht auch im weiteren Beratungsverfahren diskutiert werden könnte. Wir haben hier an anderer Stelle schon einmal uns darüber ausgetauscht, dass die Frage der Unregierbarkeit von Räten, Stichwort Sperrklauselproblematik, das Thema Ausgleichs- und Überhangsmandate zu großen Räten führen, ebenfalls angepackt werden soll. Das Thema Kumulieren und Panaschieren führt zu mehr Effizienz, denn es gibt keine Direktkandidaten mehr, also können auch keine teuren Überhang- und Ausgleichsmandate mehr entstehen. Das heißt, die Größe der Kreistage und Räte bleibt auch konstant. Auch das, finde ich, ist ein Gesichtspunkt, den wir noch einmal sehen sollten. Insgesamt, meine Damen und Herren, die Vorteile des Kumulierens und Panaschierens sind vielfältig und gut, die Risiken eher gering. In vielen anderen Bundesländern, der Kollege Krüger hat es zu Recht gesagt,
In vielen anderen Bundesländern ist das erprobt. Ich glaube, außer in Schleswig-Holstein, außer in Berlin und außer im Saarland. Und diese drei Länder sollten uns nun wirklich in mehrererlei Hinsicht kein Vorbild sein. Deswegen sollten wir über diesen Antrag ergebnisoffen diskutieren. Und darüber freuen wir uns dann im Kommunalen Ausschuss. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Abruzzak. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Antrag der Piraten hat zum Ziel, das Kommunalwahlrecht in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich zu ändern. Weg vom Einstimmenwahlsystem hin zum Kumulieren und Panaschieren. Wir haben gemeinsam festgestellt, das Thema ist nicht neu. Ist so ein bisschen wie Loch Ness, Ungeheuer von Loch Ness, jetzt schon im Mai. Wir haben eine Tradition, wenn nicht sogar das Brauchtum schon entwickelt, zu diesem Thema im Landtag zu diskutieren. Das haben wir zuletzt getan in der Diskussion 2011, seinerzeit auf Antrag der FDP-Fraktion. Und ich habe damals schon gesagt, das sage ich heute, das Einstimmenwahlsystem hat sich bewährt. Daran sollten wir festhalten. Das war damals richtig, meine Damen und Herren, das ist auch heute richtig. Und gestatten Sie mir, Herr Abruzzak, in diesem Zusammenhang einen Hinweis. Die CDU und FDP Regierungskoalition in den Jahren 2005 bis 2010 hat insbesondere bei der Änderung der Kommunalverfassung und des Kommunalwahlrechts im Jahre 2007 den Vorschlag von Kumulieren und Panaschieren nicht aufgegriffen. Und Herr Abruzzak, in der retrograden Betrachtung Ihrer Regierungszeit wird das nicht oft vorkommen, was ich jetzt sage. Genießen Sie es deshalb. Das war eine kluge Entscheidung, Herr Abruzzak. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt gute Gründe dafür, an dem bewährten Einstimmensystem festzuhalten. Die Erfahrung zeigt, dass in Ländern, in denen kumuliert und panaschiert wird, häufig nur die Hälfte, in Großstädten sogar nur 40% von diesem Instrument Gebrauch machen. Alle anderen Wählerinnen und Wähler lassen die Liste unverändert. Das hat unterschiedliche Gründe. Ein Grund ist sicherlich der fehlende Bekanntheitsgrad von Kandidatinnen und Kandidaten. Ein anderer Grund kann sicherlich auch die Größe des Stimmzettels sein. Das ist ja gerade hier schon im Detail dargestellt worden. Es gilt hier der Grundsatz, je umfangreicher der Stimmzettel, desto unüberschaubarer. Bei einem Wahlsystem, das auf Kumulieren und Panaschieren ausgerichtet ist, müssten alle Bewerberinnen und Bewerber aller Parteien und aller Wählergruppen in einem Wahlbereich auf dem Stimmzettel aufgeführt werden. In meiner Heimatstadt Duisburg wären das 472 Namen auf einem Stimmzettel. Die Landtagswahl 2011 in Bremen, bei der erstmalig kumuliert und panaschiert wurde, hat gezeigt, dass es keinen wirklichen demokratischen Zugewinn gegeben hat. Im Gegenteil, die Wahlbeteiligung ist gesunken. Aber ich finde, ein Wahlsystem darf aber gerade die Wählerinnen und Wähler nicht verschrecken. Es muss einfach sein, verständlich sein, überschaubar sein und für die Wahlbeteiligten attraktiv sein. Dieses Wahlsystem, das wir in Nordrhein-Westfalen haben, auch aufgrund der Größe unserer Gebietskörperschaften, hat sich bewährt. Die Menschen verstehen es, sie wollen es und es ermöglicht den Wählerinnen und Wählern vor Ort direkt nach Fähigkeit, Qualifikation und Bekanntheitsgrad ihre Kandidatinnen und Kandidaten zu wählen und nicht sich auf arithmetische Besonderheiten eines unüberschaubaren Wahlsystems verlassen zu müssen. Ich freue mich auf die Beratung im Fachausschuss. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Für die Fraktion der Piraten hat sich der Kollege Sommer noch einmal gemeldet. Das ist schön. Vielen Dank, Herr Minister. Nur noch mal kurz zur Klarstellung. Es ging mir nicht darum, irgendjemanden blöd dastehen zu lassen oder sowas. Ich möchte wirklich gerne mit Ihnen zusammen diese ganze Geschichte mit Kumulieren und Panaschieren voranbringen. Und wir sind da auch durchaus gesprächsbereit. Wir sind nicht die Fraktion, die ihre Anträge 1:1 umsetzen muss an der Stelle. Wenn wir also im Kommunalausschuss gemeinsam eine bessere, eine für NRW richtig gut passende Lösung schaffen können, bin ich durchaus immer verhandlungsbereit an der Stelle. Das wollte ich nur einmal sagen. Vielen Dank. Und 40-50% der Menschen, die kumulieren und panaschieren in anderen Bundesländern anwenden, finde ich übrigens eine Erfolgsgeschichte. Also die Hälfte der Bevölkerung, die irgendwo direkt mitmacht. Wie super. Vielen Dank, Herr Kollege Sommer.
Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Schluss der Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrages Drucksache 5500 an den Ausschuss für Kommunalpolitik. Die abschließende Abstimmung soll dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer kann ihm seine Zustimmung geben? Danke. Wer kann ihm nicht zustimmen? Wer enthält sich? Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen.